Moin zum fünften Teil von unserer Videoserie My First Trade. Heute geht es in das Eingemachte. Bid- und Ask-Preis und Spread, das sind letztendlich unsere Kosten als Trader, die wir immer im Überblick haben sollten. Wir müssen aber trotzdem in der Grundlage verstehen, was ist ein Bid, was ist ein Ask-Preis, zu welchem Kurs kann ich kaufen, bekomme ich den Kurs und natürlich den Spread. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen. Okay, wir haben hier, sehen wir, alle Währungen werden mit zwei Preisen angegeben. Einmal den Bid-Kurs, der Aktienhändler kennt es, Geldkurs, und den Ask-Preis oder anders formuliert den Briefkurs. So, hier habe ich einen Überblick von den Währungen mal genommen und dann seht ihr links den Bid-Preis, rechts den Ask-Preis. Und hier ist festzustellen, dass letztendlich sind die in Anführungsstrichen versteckten Kosten, je größer der Spread in ein Währungspaar, desto mehr müssen wir verdienen oder bezahlen. Denn wenn wir kaufen, kriegen wir den Ask-Preis, wenn wir verkaufen, kriegen wir den Bid-Preis. Ja? Und deswegen solltet ihr immer einen Überblick haben, wenn ihr bei der Wahl des Brokers, wie sieht der Standard-Spread aus. Also, Ask-Preis. Der Bid-Preis oder Ask-Preis gibt an, zu welchem Preis der Broker bereit ist, die Basiswährung gegen den Kurswährung zu kaufen. Dieser Preis ist der zurzeit best verfügbare Preis, zu dem wir am Markt eine Ausführung erhalten können. Der Ask-Preis, also wenn ich long gehe, wenn ich was kaufe, ja, dann nennt man das Ask-Preis. Der Ask-Preis gibt an, zu welchem Preis der Broker bereit ist, diese Basiswährung gegen den Kurswährung zu verkaufen. Auch hier wieder, dieser Preis ist derzeit der best verfügbare Preis, zu dem wir auf dem Markt kaufen können. Hier sollten wir wirklich auch aufpassen, ja, weil, und ich komme in den nächsten Bereich hin, was ist der Spread? Der Spread ist der Unterschied zwischen Bid- und Ask-Preis und der ist aktuell im Jahre 2023 bei vielen, vielen Broker variabel. Und insofern muss man da aufpassen, wie zieht sich der Spread zu welcher Uhrzeit etwas in die Länge. Ja, breiter würde bedeuten, wenn der Spread größer wird, dass wir mehr zahlen müssen. Ein enger Spread ist sehr, sehr gut für uns als Trader. Und deswegen sagen wir, und wir fangen jetzt auch hier mal zu zeigen mit einer der Hauptwährungspaare Euro-Dollar. Ja, hier sehen wir, der Spread wäre in diesem Beispiel 1 Pip. 1 Pip, der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis. Ihr seht, hier grün hinterlegt diese Differenz. Teilweise liegen wir aktuell jetzt beim Live-Trading bei einem Spread von 0,3 Pips. Also wirklich richtig, richtig dünn. Ja, ihr könnt mal ein Beispiel machen, wenn ihr mal bei eurer Sparkasse oder bei der Bank anruft, bei eurer Hausbank und sagt, ich möchte gerne Euro in US-Dollar tauschen, was er euch da für einen Geld- und Briefkurs anbietet. Einfach mal den Spaß tätigen. Ja. Hier sehen wir auch nochmal Sell auf der linken Seite, Buy auf der rechten Seite mit dem aktuellen Preis. Und meine Damen und Herren, das war's von meiner Seite. Vielleicht nochmal als Sidekick, achtet wie gesagt darauf bei der Auswahl der Devisen, nimmt die Majors, die Hauptwährungspaare, das haben wir in den letzten Videos ja immer wieder erwähnt. Passt auf bei wichtigen Konjunkturnachrichten, da kann auch der Spread sich erweitern. Und dann gibt es teilweise Unterschiede zwischen, tradest du mit Kommission oder ohne Kommission. Ich trade ausschließlich Devisen mit Kommission, dann habe ich einen sehr, sehr engen Spread und zahle dann erst die Kommission vom Broker, wenn ich die Position eingegangen bin oder geschlossen habe. Dazu aber in den nächsten Videos mehr. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, bleibt gesund und bis nächste Woche.